Fangen wir mit der nächsten Vorstellungsrunde für die Leute, die auch keine Ahnung von deutschen Rap haben, wie mich, mal bei euch an. Ihr seid solche Kanten, ihr passt nicht mal auf ein Sofa. Wo kommt ihr her, wo man so ne, zum Türsteher heranwächst? Berlin. Name bitte noch dabei und Alter und Größe. Also du musst aber vorher fragen. Du, man hat mir hier Profis versprochen. Also ich bin Mike Fiction. Ich komme aus Berlin, ich mache mit Team Snuff Pro hier so ein bisschen Klatsche. Und mal gucken, was passiert. Ja, ich bin Choleriker aus Leipzig. Schön, wunderschöne Stadt, auf jeden Fall. Ich freue mich auf den Boxring, das heißt, keine vielen Worte halt so. Mortis wird einfach geboxt. Ich habe heute auch gar nichts geschrieben. Ja, wie gesagt, Team Snuff Pro. Ja, wir sind heute hier, um einiges kaputt zu machen. Ihr könnt gleich reden. Also, ich bin Morlock Dilemma, auch Snuff Pro aus Leipzig. Und ja, das Größe... 1,83. Single. Wie sieht es bei euch aus? Ihr seid ja ziemlich respektlose Jungs, die immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben und dementsprechend bleibt euch das auch nicht im Hals stecken, obwohl ihr solche 4 Meter breiten Amokläufer euch gegenüber habt. Erstmal möchte ich bitte unsere Feinde darum bitten, jetzt auch mal ruhig zu sein, wenn wir unser Interview geben. Ja, das haben. Ja. Wir sind Team Plump, Hannover City. Mein Name ist AZM, Isaac Mays. Vielleicht kennen mich einige noch von NBA 1000. Ja, Größe 1,94 quasi fast. Alter 30 Jahre alt. Ja, ich bin Beneluxus, Hannover. Auch von MB, das B quasi. Und bin sehr müde, weil ich musste fahren und ich kann nicht mehr so viel ab wie früher. Aber man wird alt. Ja, aber es wird noch reichen, um sich da mal kurz zusammenzureißen und ein paar Schellen zu verteilen. Ne? Der dritte im Bunde. Versuch, dass du dir dabei nicht die Arme brichst, Junge. Ach. Ich hab schon der Luftwiderstand. Mein Name ist Mortis Swan. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Hannover. Bin mit Mason und Bene hergekommen. Der mich gefragt. Ja. Team Plump. Plump. Okay, ich glaube, ihr wollt es auch plump halten und ihr nutzt dann gleich den Boxring aus und ja, ihr seid mehr so auf der Gewaltschiene unterwegs oder habt ihr euch auch lyrisch was einfallen lassen für die Gegner? Ja, also ich habe mir auf jeden Fall so eine coole Uppercut-Kombo einfallen lassen, aber in Kombination mit, wenn mein Gegner in seiner eigenen Blutlache ertrinkt, werde ich noch ein schönes Goethe-Gedicht zitieren. Das ist so meine schöne, ja, um halt so diesen intellektuellen Anspruch zu halten. Hallo, es geht schon los. Lächerlich. Ja, und in diesem Bildnis zu bleiben, ist Rap der Hintern und was die Gruppe da drüben ist, so, das ist interpretierbar, das lassen wir offen. Aber es wird auf jeden Fall ja, albern werden und... das macht uns aus. Okay, wenn ihr jetzt hier so eine Splatter-Rap-Legende euch gegenüber habt, erwartet ihr Schüsse unter die Gürtellinie, für die ihr direkt zuschlagen müsst, weil nur das eurem Straßengangster-Image gerecht wird? Oder was ist eure Vorhersage? Ich hau auch schon bei harmlosen Sprüchen gleich zu. Also wenn er sagt, ich bin doof, dann gibt's schon Schelle. Plump. Definitiv plump. Und dann auf der anderen Seite, was ist das böseste Schimpfwort, was von euch heute abgeschossen wird in Richtung der Jungs, damit die sich schon mal mental... Schwul. Homo first. Scheiße. Nein, du hast nicht Homo first. Doch. Oh nein. Alter. Dieses Schwulengebäsche ist aber eigentlich auch echt ich irgendwie bin langweilig. Ich bin ganz draußen. Also ich hab eine andere Sache, die ich aufzuarbeiten habe und ja, das werdet ihr dann hören. Ne? Was anderes als eine ja, Homo. Also ja, genau. Also. Obwohl, jetzt, wo ich die sehe, hätte gepasst, ne? Aber ich hab nur eins, Nigger. Ah. Das ist jetzt aber sogar noch niveauloser als das mit diesem schwulen Gebäsche. Habt ihr nicht irgendwas Anspruchsvolles, womit ihr den Gegnern kommen wollt? Irgendwas ganz Neues, wo noch keiner drauf rumgehackt hat? Wenn ihr euch die Jungs anguckt, gibt es nichts, wo man sagen kann, so, da werde ich jetzt salzen. Willst du jetzt von uns, dass wir unsere Lines hier preisgeben, oder was? Nee, nur so die Richtung, damit die uns sich vorbereiten können. Wir sind. Das kommt zum Schluss, oder? Ich dachte, ihr habt so viel Swagger, dass du das vorher schon sagen kannst und es trotzdem noch klatscht. So. Möchtet ihr was freigeben oder schließt ihr euch dem Kollegen an und behaltet das Beste für den Schluss? Das ist nicht dein Ernst, keine Ahnung. Du musst nicht die Line bringen, ich möchte nur so... Ja,
Okay. Ihr? Okay, pass auf. Ja, die Leute, die interessanter sind, kriegen auch mehr Fragen, Jungs. Ne? Ihr habt jetzt. Die Leute, weil uns kennen ja die Leute so, weißt du, bei euch so ist na klar. Ja, naja, also man muss ja sagen, also euch kennt sogar mein Großvater, so lange seid ihr dabei, wa? Seid, ja, ihr müsst jetzt erstmal zum Ausgleich, kriegt ihr jetzt nochmal volle 30 Sekunden oder so, um aus eurem Leben zu erzählen und zu erzählen, warum ihr eigentlich die Doperin seid und nicht nur besser angezogen. Oh, ich weiß gar nicht, also ich sehe das gar nicht so, Doper, nicht Doper. Hallo. Also jetzt nochmal auf die ernste Schiene, ich finde, die sind gute Jungs, also es wird auf jeden Fall ein cooles Battle, denke ich so. Und sonst ist das so eine Spaßsache, battlen, ein paar Sprüche abkriegen, ein paar Sprüche verteilen so. Und da ist jetzt nicht irgendwie, wie soll man das messen, mit was für Maß so halt, ne? Jeder macht sein Ding gut und gut ist. Okay, dann auch von eurer Seite als gut angezogene Jungs, was ist euer ernsthaftes Statement zu dem Thema? Habt ihr Angst vor MB 1000? Warte mal, ich will aber auch noch. Nee, ich hab keine Angst vor MB 1000, aber vor Specs. Aber der ist ja zum Glück nicht da. Also habe ich echt Glück gehabt. Nein, ey, das ist ein cooles Ding. Also wir mögen uns ja, weißt du, nicht, dass jetzt hier ein falsches Bild entsteht. So. Also eigentlich, ja, weißt du. Und ich finde es gut, dass Mortis gekommen ist und nicht Specs. Weißt du, weil die Jugend überlebt das Alte, das Neue zerstört, das Alte zerstören, erschaffen, weißt du. Und Mortis wird zerstört und erschaffen. Philosophischen Schlusswort vom Peacekeeper in der Runde möchte ich euch dann in euren Sechskampf entlassen und wünsche euch viel Spaß dabei. Blum, 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 blum.